Einzelkämpfer Rafa setzt auf La Familia. Machen wir gleich mal Grünhaken, ne? Tante liefert Fleisch. Überzeugt das die Konkurrenz? Ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, weshalb er das Steak dennoch rausgeschickt hat, obwohl er weiß, dass die Garstufe überschritten war. Das ist zu weit. Mist. Einmaliger Ausrutscher oder liegt der Fehler im System? Ist das eins der besten Nudelgerichte, die ich je gegessen habe? Boah, alter Schwede, hä? Was für ein Kompliment, oder? Servus München, das Kochtopfklappern unserer Gastro-Bayern geht in die dritte Runde. Peters Punktepolster konnte Paula gestern mit deutsch-amerikanischer Wirtshausküche nicht überholen. Heute versucht es Rafa. Spitzenkoch Mike Süßer ist in Pfaffenhofen unterwegs. Das liegt 50 Kilometer nördlich zwischen München und Ingolstadt. So, jetzt wird's spannend. Ich bin gespannt, ob der Rafa heute mit mir spricht. Der hat die letzten zwei Tage war so ruhig. Man merkt aber, absoluter Fachmann. War ganz lange übrigens in Österreich bei namhaften Kollegen. Jetzt geht es darum, abzuliefern. Ich hoffe, dass ihn die Aufregung nicht auffrisst. Aber irgendwas sagt mir, das könnte richtig lecker werden. Rafas Restaurant heißt wie er selbst und liegt im Zentrum. Wir sind hier in Pfaffenhofen. Ich bin der Raffaele. Ich bin zugleich auch der Küchenchef vom Rafas. Das gibt es seit wann? Das Rafas gibt es seit 2017 in Pfaffenhofen. Dazu gekommen bin ich, dass ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen habe und den aufgepeppt habe mit neuen Schwung. Also das Konzept ist eine Gelateria, ein Restaurant und eine Bar. Meine Philosophie im Rafas ist Genuss, Leben und Leidenschaft. Eisdiele, Schrägstrich Restaurant, Schrägstrich Bar. Was für einen ersten Eindruck macht die Dreifaltigkeit auf unseren Spitzenkoch? So wie das Ambiente jetzt des Lokals ist, merkt man, man ist nicht direkt in der Eisdiele, aber man kann richtig handgemachtes, geiles Eis essen, das ist das eine. Und man kann auch gut essen, das strahlt dieses Lokal aus. Hallihallo, jemand zu Hause? Ich suche einen Rafa. Ich habe keine Ahnung, ja, Rafa schon. Habe ich zwei Tage beobachtet. Ich bin der Papa. Der Papa, hey, super, und da die Mama? Das freut mich aber, ja. Da habe ich die Türküche sehen. Ah. Dich kenne ich schon. Dich habe ich schon zwei Tage beobachtet. Hi. Servus, Rafa. Servus. Grüß dich. Hi. Und wie geht's? Mir geht's gut. Dich, wie es mir geht, Alter, ist ja geil. Du bist im Wettkampf. Zwei Tage warst essen. Jetzt bist heute dran. Jetzt bin ich dran. Offene Küche sehe ich. Sehr cool. Ja. Und da kann jeder da mal reinschauen, damit du weißt, was es so gibt. Also wirklich schön, ne? Offene Küche. Der Gast kann ein bisschen reinschnuppern, kriegt ein bisschen was mit. Mag ich. Also für einen alleine ist perfekt. Bist du alleine? Kurze Wege? Ja. Ganz alleine? Mit einem Abwäscher. Ernsthaft? Ja. 40 Plätze, ganz alleine? Nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, ich ziehe mich um und dann komme ich zu dir in die Küche. Dann machen wir weiter. Also, wunderbar. In die Richtung, ich gehe da mal umziehen. Rafa hat schon in diversen Sterneküchen gewirbelt. Seit einem Jahr hat er sein eigenes Kochrevier. Klein, fein, es ist alles da. Der junge Mann ist so professionell, der wird sich da gut organisiert haben. Wie ist deine Karte? Klein und komplett italienisch ausgelegt? Nee, ist ein bisschen crossover. Das Angebot in meiner Küche, würde ich sagen, ist mehr, geht mehr in die moderne Richtung. Oder beziehungsweise auch klassisch regionale Produkte, anders angerichtet, anders verarbeitet. Und was gibt's für mich? Für dich machen wir heute das Ossobuco. Oh, ein Klassiker. Ja, wirklich? Ah, bisschen mediterranes Gemüse, bisschen Polenta, dann oben schöne Creme Roulata obendrauf. Ah. Ein Ossobuco ist ein Klassiker, ne? Das sind Beinscheiben, also vom Kalb, ja. Und dann einfach angebraten, richtig schön in Rotwein geschmort. Toll. Also, fangen wir an. Was haben wir? Ja, da haben wir ein bisschen das Wurzelgemüse für den Ansatz. Also klassisch, würde ich sagen, wie man ein Schmorgericht ansetzt. Karotten, Sellerie. Sehr cool. Dann die Zwiebeln dazu. Kalbsachsenscheiben. Kalbsachsenscheiben. Ja, haben wir hier. Das sehe ich jetzt schon, dass das eine tolle Qualität ist. Der Fleischhauer, der Metzger, wo kommt der her? Der ist nicht aus so einer Industriekette, oder? Nee, das ist meine Tante. Die ist in derselben Straße. Die haben Metzgerbetrieb und von der beziehe ich eigentlich mein ganzes Fleisch, Wurstprodukte und das Ganze. Machen wir gleich mal Grünhaken. Ne? Tante liefert Fleisch. Das ist quasi ein Familienbetrieb gewesen, dass du da jetzt einsteigen konntest? Mein Papa macht seit über 40 Jahren Gastronomie, 43 Jahren Gastronomie. Davor war die Mama mit dabei in der Metzgerei. Und ich habe gesagt, Jungs, ich verabschiede mich mal, gehe jetzt mal 10 Jahre auf Reisen. War dann in Österreich, in der Schweiz, Sylt, München.
Und dann bin ich jetzt zurückgekommen. Und das, um jetzt die Konkurrenz das Fürchten zu lehren. Mit feiner italienischer Küche vom eigentlich waschechten Bayern. Osso Buco ist wirklich eine Spezialität aus Italien. Das heißt im Grunde genommen, es ist schon so ein bisschen italienisch ausgelegt, aber Crossover, Ausufern so ein bisschen. Ja, aber die Liebe ist italienisch. Die Liebe ist italienisch. Also Schwerpunkt, sagen wir, liegt auf Italien. Dann kommt halt das noch dazu, was ich halt so in den anderen Hotels gelernt habe einfach. Zum Beispiel das Fleisch vorm Anbraten in Mehl zu wenden. Warum eigentlich? Und es dient natürlich einmal, dass die Kalbsscheibe so, also schön anbrät, aber nachher später gibt das für so Mehl auch Bindung. Mehr, ne? Bindung in der Soße dann, ja, zum Endeffekt. Also. Da sind sich zwei einig. So, jetzt haben wir noch ein paar Pfefferkörner. Genau, du haust nämlich gerade was rein da, ne? Pfefferkörner. Ja, ein paar Wacholderbeeren. Und Geschmack. Profi-Fachsimpeln gefällig? Dadurch, dass die Gewürze jetzt ein bisschen Wärme bekommen, ja, haben die viel mehr Aroma, entfalten genau. Alles. Ne? Sonst kann man es ein bisschen anbrechen. Ne? Dann ist gleich mal das Gewürz ein bisschen angebrochen, gerade Wacholderbeere. Aber wenn es jetzt schon mal Hitze bekommt und nicht nur in der Flüssigkeit so dazugegeben wird, dann haben die einfach noch mehr Bums. Ne? Und dann ab ins Beet. Frische Kräuter bringen nämlich auch Bums. Wie geht's dann mit den Beinscheiben weiter? Und dann das Ganze ein bisschen wurzeln, würde ich sagen. Gib ein bisschen Farbe. Und dann umpacken. Wie ist denn das gewesen, Alter, bevor du gekommen bist? War das auch schon Restaurant oder mehr eben Eisdiele Café? Und jetzt erst das Restaurant dazu? Nee, wir haben schon davor umgebaut gehabt. Also umgebaut, davor okay. Kam eine Küche dazu, aber das Restaurant wurde nie umgebaut. Genau. Und wie wird das angenommen? Kapieren die Leute das? Eis und Essen und Bar? Nein, sind eigentlich alle recht happy, weil sie sind ja spezialisiert. Oder sie wissen ja, dass es bei uns immer was zum Essen gegeben hat. Mhm. Also ist die Kombination eigentlich super. Das Gemüse hat sich inzwischen leckere Röstaromen angelacht. Boah, sag ich mal so ab, bisschen Gemüse vor, sag ich mal. Nicht vergessen, das Schmorgericht inklusive Beilage soll gleich Kücheninstanz Mike vom Hocker hauen. Jetzt gehe ich davon aus, dass ich klassisch Polenta dazu bekomme, oder? Weil das sehe. Ja, klassische Polenta kriegst du dazu. Polenta ist ein Maisgrieß und das ist auch ein Klassiker aus Italien. Ne? Also das ist eine schöne Beilage. Fleisch, Fond und Gemüse schauen in die Röhre. Ja, das Osso Buco ist im Ofen, die Polenta ist fertig. Mhm. Jetzt machen wir gemeinsam die Cremolata. Und du hast aber vorhin gesagt, ich glaube akustisch ist in mein Ohr gekommen, Sauce Cremolata. Und jetzt sehe ich hier, schau mal. Ja, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Das heißt Sauce Cremolata in Olivenöl, das bereitest du vor. Genau. Also die Original Cremolata ist gehackte Petersilie, Zitronen, Abrieb und Knoblauch. Und dann kommen die Ableitungen. Italien ist ja auch groß. Ne? Also in diesem Fall kommt Zitronen und Orangenschale hinein. Ja? Eine Rampensau ist Rafa definitiv nicht, aber ein überzeugter Aufschneider. Also du lässt die dann auch wirklich so in schönen Streifen, genau. gar nicht durchgehackt? Nee, gar nicht durchgehackt, weil dann ist es doch wieder ein bisschen oldschool und ein bisschen Ding. Aber ich finde, durch das Geschnittene wirkt es halt einfach ganz anders. Und nicht das Gehackte, dann wird es so batzig, so cremig. Und dann hast du halt das Öl und das Ganze, dann ist es ja... Ich verstehe schon. Wie so eine Paste einfach. Genau. Ja. Ich gebe halt immer noch, sage ich mal, ein bisschen Thymian dazu, weil es passt. Und sage ich mal, die Orange noch dazu, weil es halt einfach ein bisschen, ja, die Orange hat noch ein bisschen die Süße und das einfach ganz anderes Aroma noch dazu ist. Rafas Lieblingszutat ist übrigens Kreativität. Dazu spendiert er der Cremolata noch Knoblauch und Olivenöl. Okay, und das ist quasi das frisch ist jetzt quasi, für mich das gemacht? Ist frisch gemacht und hier habe ich es ja quasi schon vorher vorbereitet. Cool. Das heißt, ich bekomme das. Das ist noch ein bisschen besser durchgezogen, oder? Das wie? Ist halt ein bisschen aromatisch. Und jetzt einmal Osso Buco für unseren Spitzenkoch. Und jetzt hier noch die Polenta. Die haben jetzt schön cremig gerührt. Kann der italienische Klassiker à la Rafa bei Mike punkten? Schönes Gericht, klassisch gekocht. Ich finde die Cremolata mit leichten Ableitungen klasse. Ich finde das mit diesem Geschnitten auch schön. Kann ich sofort einordnen, was du mir gesagt hast. Rahmpolenta, fein. Mike fühlt sich irgendwie beobachtet. Ah, die ganze Family setzt mich unter Druck. Wichtig ist natürlich, dass das wirklich vom Knochen fällt. Schau mal her, da kann man es runterschieben. Jetzt darf ich ja nichts Falsches sagen. Ne? Da ist die Metzgermeisterin steht da vor mir. Ne? Ich spüre dich, gell? Ich spüre deinen Druck. Die Stunde der Wahrheit. Halten Rafas Kochfähigkeiten vor Mike und dem kritischen Familienrat, was sie versprechen? Mega zubereitet. Ja, danke. Also, da ist wirklich alles drin. Es hat natürlich auch diese Säure, ein bisschen Wein, aber nicht zu doll. Diese Tomatensoße, das Ganze schön in sich geschmort, komplett rund. Tolle rahmige Polenta, nenne ich es jetzt mal. Und Parmesan obendrauf.
Ich finde das Arrangement super, weil man spürt alles. Man spürt die Cremolata, das Frische. Und trotzdem habe ich mein Fleisch, das Gemüse, man schmeckt die ganze Aromatik. Ist 100% gelungen. Also wenn das so sich durchzieht, dann schauen wir mal, was heute Abend passiert. Kann es gut werden. Der erste Adrenalinkick ist weg. Und jetzt geben wir heute Abend Gas. Und ich glaube, heute Abend kann nicht viel schief gehen. Jetzt zeige ich euch mal was. Ne? Hier passen mehr als nur Eckdaten. Ne? Das Fleisch ist nicht nur aus der Region, ist von der eigenen Familie. Mega geil. Das ganze Konzept, wunderbar. Der Rafa ist ein Typ, der ist erst so ganz ruhig. Die letzten zwei Tage hat auch nichts gesagt. Sobald dieser junge Mann an den Herd kommt, geht der Fidschi-Pfeil mit ihm ab. Also wirklich. Deswegen hoffe ich, dass das nachher packt. Die Gastronomen kommen, ist doch ein Wettstreit und ein bisschen Nervosität ist dabei. Aber wenn er so kocht wie für mich, dann ist er ganz vorn dabei.